Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, schaut euch mal das geile Bild an. Davon habe ich gerade erst mal einen Screenshot gemacht bei Steam. Wir hatten fette Story hier drin gerade. Mal gucken. Oh. Ja, prunkvoll. Ja, viel mehr können wir nicht looten, dass wir sind bald überladen. Schaut euch das mal an hier, wie geil das aussieht. Kleinen, feinen Details. Sieht so ähnlich aus wie Tarotkarten. Wenn ihr am Tarot Interesse habt, dann holt euch am besten zu Anfang das Crowley, Alistair Crowley Tarot. Und dazu denn natürlich passende Bücher zum Deuten. Na, wenn ihr die Karten gezogen habt. Mhm. Alistair Crowley und dann so zwei, drei Bücher dazu. Das ist eine geile Sache. Ich hab's ja selber jetzt schon getestet. So. Wollen wir mal sehen. Ist der Loot noch hier? Ist er das? Na, siehst du, der bleibt liegen. So. Aber jetzt will ich mal testen. Sole steht hier. Ob wir ihn so heilen können. Ohne Heiltrank. War das Wiederbelebung? Hat ihn nicht geheilt, ne? Ah, wir haben genug Heiltränke. So. Ich glaube, wir sind soweit fertig hier. Gucken, was uns jetzt erwartet. Von dem ersten Teil und zweiten Teil werden aber trotzdem noch Folgen kommen. Bloß momentan bin ich... Diese ganze Angelegenheit stinkt zum Himmel. Wir wären vielleicht besser beraten, uns stattdessen auf die Templer zu konzentrieren. Was wir auch tun, wir sollten uns beeilen. Die Bresche wird nicht gerade kleiner. So, wollen wir mal sehen. Das war hier eigentlich noch. Ach, sie ist jetzt hier am Start. Gucken wir einfach mal hier durch. Schwester Tanner, kann ich euch vielleicht helfen? Geil. Oder? Das ist eine große Festung. So. Dann müssen wir gucken auf die Karte. Was war das denn jetzt hier noch? Okay. Ich glaube, da müssen wir noch ein Gebiet beanspruchen. Ja, also überlegt euch mal, das Spiel ist fast 10 Jahre alt. Und wie geil die Grafik aussieht. Das ist fantastisch. So, hier oben. Hier. Zack. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Bitte sagt mir, dass ihr gekommen seid, um die Zirkel wieder einzusetzen und diesen Aufständischen unterhältst. Oh, das ist ein Fragezeichen. Geschickte Hände, gute Werkzeuge. Geschickte Hände. Wo kann man sowas überhaupt machen? Weil... Nee, nicht Karte. So. Geschickte Hände. Das sind Attribute, ne? Haben wir, wie viele Punkte haben wir hier überhaupt? Haben wir welche? Müssten wir eigentlich... Ah, hier kann man es aber nicht pushen, ne? Aber Klugheit. Ja, das sind unsere, wie gesagt, Grundwerte. Aber ich weiß noch nicht, wir machen ja immer hier die Fähigkeiten.
Ja, und es müsste ja eigentlich nicht nur das hier geben, sondern auch, dass man die Magie pushen kann. Also zum Beispiel jetzt, zeige ich euch mal, hier oben. Das sind ja die Attribute. Hier kann man momentan nichts machen. Wir bräuchten jetzt zum Beispiel Magie und Willenskraft und dass man jetzt hier keinen Punkt reinsetzen kann. Ja. Das ist momentan so. Das wird wahrscheinlich noch passieren. Oder wir müssen das irgendwo speziell machen. Gut. Ich glaube, hier ist nichts mehr auf der Map, ne? Ist hier unten noch was? Ja gut, hier unten geht es wieder komplett runter. Was ist das denn? Blutsbrüder. Suche den Ort auf, der in dem Brief erwähnt wird. Ah, jetzt zeigt er das nicht mehr an. Dann machen wir mal so. Hier ist auch noch was. Die Pflanzen der Heilerin. Ja gut, das sind, die werden ja, bleiben ja auf der Karte erhalten. Sprich mit Dennett. Das werden wir mal machen. Dann müssen wir mal sehen, dass wir hier ein Lager haben. Ja, wir haben hier, haben wir oben auch eins? Nee. Nehmen wir mal hier hin. Ja, und nochmal 50 Cent bei Pro Mods. Für den Euro Truck Simulator. Einmal hat es 1 € gekostet für ganz Europa und 50 Cent für, man kriegt das auch gratis, aber dann hat man eine Datei und das ist leichter zu modden. Man unterstützt ein bisschen die Modder, die das machen. Ja, und Mittlerer Osten haben wir jetzt, habe ich jetzt auch noch komplett reingemoddet. Hat auch alles funktioniert. Ja, also da kann man sogar bis nach Israel und die Türkei runter und ein bisschen auch schon, dass da kommen noch neue DLCs, die das ja noch größer machen. Aber wenn man sich einmal dafür entschieden hat, die 1-Euro-Variante aus zu benutzen, dann muss man die immer wieder benutzen, bei jedem Update. Das muss man dann dazu sagen. So. Wir gehen genau in die richtige Richtung, ne? Hier oben wollen wir hin. So, hier ist er. Und so. Zack. Ein Meister der Pferde. Speichern. So. Man kann die Gesundheit voll aufpushen. Unten hier ist ja Solis wieder auf voller Gesundheit, sehe ich das gerade. Also wenn man einmal gereist ist, haben alle wieder volle Gesundheit. Hier ist das, ne, mit der Brücke. Ja, dann müssen wir erstmal weiter hier raus. So. Hier waren wir noch nicht. Können wir mal gucken. Hier ist schon mal ein Ausrufungszeichen. Na, die Map ist ganz schön groß. Da kommen aber nachher noch andere Maps. Brief gefunden bei einem toten Zwerg. Mir ist egal, wie viele Dämonen und Abtrünnige sich in dem Gebiet aufhalten. Das Paket ging irgendwo am Fluss nördlich dieser Höfe verloren. Folgt dem Fluss und findet es. Sonst finden wir euch.
gucken wir mal. Zwei kleine Gegner. Stirb jetzt. Der Leitwolf, wa? Kein normaler Wolf würde mit einer derartigen Verbissenheit kämpfen. Nee, ne? Die Bresche hat sie wahnsinnig gemacht. Oder ein Dämon hat womöglich die Kontrolle über das Rudel übernommen. Alter, das muss man sich auch mal einfach mal einen Screenshot machen. Der vierte Teil ist ja schon bald fertig. Dragon Age 4, das wird aber auch langsam mal Zeit. Weil das Spiel ist ja schon 9 Jahre auf dem Markt. Ja, würde ich mich sehr freuen. Es kommt ja jetzt ganz neu, der neue, ich weiß nicht genau, wie das Spiel heißt, mit Harry Potter, ne? Dieses Open World, genauso wie hier jetzt auch so ein Spiel, ein Rollenspiel, ne? Wenn ich das irgendwann für 25, 30 Euro bekommen kann, und die Open World habe ich noch nicht gesehen von dem neuen Harry Potter. Wenn das mir irgendwann zusagt, dann werde ich das auf jeden Fall kaufen. Und es kommt dann natürlich auf den Kanal und dann werdet ihr das auch sehen. Aber momentan da 50, 60 Euro für sowas zu investieren, ist mir einfach zu teuer. Bei Forza Motorsport mache ich das aber. Da packe ich sogar 100 Euro auf den Tisch. Wie sonst? Das muss der Stallmeister sein. Da oben, ne? Na, manchmal. Hier ist doch sicherlich irgendetwas zu finden. Ja. So, das weiß Bescheid, ne? Hier im Haus, ne? Da können wir wieder nicht rein. Oder? Ne, geschickte Hände, gute Werkzeuge. Da ist er. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich habe gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Wird ja auch höchste Zeit, dass jemand was unternimmt. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es ausgerechnet eine Hallareiterin aus der Wildnis sein würde. Mein Name ist Dennett. Ich habe Al-Imen 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht. Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser in ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden. Habt ihr ein Problem mit mir? Falls ihr mit mir persönlich ein Problem habt, wüsste ich das gerne. Was? Etwa weil ich euch eine Hallerreiterin genannt habe? Diese Haller sind verdammt majestätische Tiere. Ich würde meinen rechten Arm geben, um eine zu reiten. Meine Frau Elena leitet die Höfe. Und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger fereldischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. So. Gucken. Das ist außen. Noch mal hier oben. Gut, das lesen wir uns jetzt nicht durch. Das wird auch manchmal dann zu weit führen, weil das Spiel hat massig Spielzeit, also 80 Stunden. Und mit den DLCs und bei meinem Spielstil, ich rasche ja nicht überall durch. Also können wir bestimmt auf 100 Spielstunden kommen.
Gut, raus hier. Seine Frau. Ich habe gehört, was mein Mann gesagt hat. Wenn ihr unsere Pferde wollt, müssen unsere Bauern auf den Feldern wieder sicher sein. Seit die Bresche aufgetaucht ist, spielen die Wölfe hier verrückt. Sie machen Jagd auf unsere Leute wie tollwütige Bestien. Kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Inwiefern verhalten sich diese Wölfe ungewöhnlich? Normale Wölfe reißen Vieh. Nähert man sich ihnen aber mit einer Fackel und einer Klinge, nehmen sie reißaus. Diese Bestien allerdings, sie sind wie die dunkle Brut während der Verderbnis oder die Toten, die sich erhoben hatten, um uns anzugreifen. Sie sind besessen oder so etwas in der Art. Ich habe schon zu viele Leute an sie verloren. Ich werde nicht noch mehr in Gefahr bringen. Lebt wohl. Einen schönen Tag noch. Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Oh nee, also auf das Rennen habe ich gar keinen Bock. Und dann kann ich mich, glaube ich, doch dran erinnern. Ich weiß nicht, steig auf das Pferd bei den Ställen. Und dann geht's aber los. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass es hier bei dem Dragon Age, und das ist, glaube ich, der einzige Teil, wo es auch Reittiere gibt. Und genau das haben wir jetzt hier wohl. Mal gucken. Erfolg freigeschaltet. Cavalier. So. Reittier beirufen. Jederzeit können wir das machen. Linker Button. Sehr gut. Oh, die macht aber hier die Beine breit, wa? Einen Moment. Dann machen wir nochmal eine Zigarette. Ja, das bietet sich auch an. Man kommt nachher auch noch in die Wüste und so. Was nehmen wir jetzt? Eine Qual der Wahl. Nehmen wir ohne Menthol. So. Gut. Das Ausrufungszeichen lassen wir erstmal. Und jetzt können wir natürlich gucken. Sprich mit Baron. Geil. Bleibt das auch hier stehen? Bleibt auch stehen, ne? Der Meister will nicht, dass ich diesen Flüchtlingen Waffen gebe, solange keine Hoffnung besteht, dass sie sich selbst verteidigen können. Falls ihr aber ein paar Wachtürme errichtet, würden wir alle rechtzeitig vorgewarnt, wenn wieder ein Angriff droht. Ihr sagtet, ihr wüsstet eine Möglichkeit, den Flüchtlingen zu helfen. Richtig. Es gibt in dieser Gegend so viele Hügel, die Plünderern und Banditen Schutz bieten, um sich zu sammeln. Ich habe auf der Karte einige gute Standorte markiert. Wenn ihr dort Wachtürme errichtet, spreche ich mit dem Meister und besorge euren Leuten Waffen. Lebt wohl. Lebt wohl. Muss ich nochmal um? Gut. So, jetzt müssen wir das Pferd rufen. Ach so, so macht man das. So, hier müssen wir erstmal hin. Dann müssen wir hier hin. Wachtürme. Und der ist am weitesten weg. Und stell dir das mal vor, wir müssten das zu Fuß jetzt alles zurücklaufen. Ja. Und so können wir natürlich mit dem Pferd auch schnell mal hier überall hinkommen. Ihr seht, wie groß das hier noch ist. Das gibt aber noch andere Gebiete, wie gesagt. Ne? Die werden hier überall, das ist ja die Hauptkarte, überall noch freigeschaltet. Ne? Ja, mit Wüste und allen drum und dran. Hier zum Beispiel mal rein oder so, ne? Ja. Und das ist ja nur für Welden. Da gibt ja noch die ganze Map
Weltkarte von Orle. So wie ich das glaube. So, machen wir mal los. Zack. Hier ein Ausrufungszeichen. Ach, hier. Eine Bitte von Herzen. Mein preisgekrönter Bisent namens Druffy wird vermisst. Er ist bei einem Dämonenangriff weggelaufen und wurde zuletzt in der Schlucht gesehen. Wer ihn findet und auf mein Gehöft zurückbringt, erhält eine Belohnung. Eine Mitteilung auf einer. Ja. Das ist eine Belohnung. Gucken wir mal kurz rein. Mosaikteil. Zwei Stück von 12. Machen wir so. Ja, gut. Wo ist der Goal? Warte mal. Ich glaube, wir müssen hier oben hoch. Hier unten ist das nicht. Aber jetzt kommen wir natürlich auch mal ein bisschen höher. Springen und so, ne? Moment, ist das der da oben? Ist der da oben? Ja. Ja, das ist jetzt eine Folgequest und die machen wir natürlich jetzt auch. Jetzt, da muss aufpassen, weil das Pferd jetzt hier nicht. Bei Skyrim konnte ein Pferd natürlich auch sterben. Wenn man. Naja, kennt ihr bestimmt. Also Skyrim hat ja wohl jeder gespielt. Das können aber noch schneller, ne? Ne, so nicht. Sehen wir, dass jetzt mit schneller laufen geht. So springt das. Moment. Das müssen wir noch machen hier. Das gibt auch immer einen Macht dazu, einen Einfluss, ja. Zeichen. Müsste hier drin sein. Ja. So. Brief in einem leeren Haus. Endrin. Sie raten allen zu gehen, bis die Magier und Templer aufhören, alles niederzubrennen. Aber ich habe den Blick der Händler gesehen. Wenn wir nur fliehen, räumen sie unsere Häuser aus. Ich bringe unser kleines Projekt in die Höhle in den nördlichen Hügeln. Ihr kennt sie ja. Dort ist es sicher, bis das alles vorbei ist. Das gibt wahrscheinlich noch eine neue Quest. So. Jetzt müssen wir mal sehen, wo wir zuerst hingehen auf der Map. Ja, hier ist richtig. Ja, auf linken Stick einmal gedrückt halten, dann geht der Gaul hier richtig ab.
Das steht gut. Schon sind wir da. So, jetzt kommt noch der letzte. Mal bloß mal sehen. Na, ja, der ist ziemlich weit weg. Müssen wir hier unten runter. Erstmal speichern, sicher ist sicher. Ich glaube, da hinten ist ein Riss, aber wir müssen erstmal gucken. Man kann sich hier auch schnell, ja, den werden wir schließen. Das ist eine Hexe. Die kenne ich noch, auch noch von früher. Da müssen wir uns erstmal selber schützen. Außerdem müssen unsere Leute jetzt hier mit runter. So. Dämon der Verzweiflung war das. Hier kommt aber noch mehr. Das kann gefährlich werden für uns hier unten. Oh ja, das kann gefährlich werden. Oh. So, jetzt muss aber unsere... Boah, der Böse. Also. Boah. Ja, ich sag ja, gut, dass wir gespeichert haben. Mit denen sollten wir uns auch nicht anlegen. So. Müssen wir bloß mal sehen, wo der Weg sonst noch lang geht. Den Bisent der Bauern. Hier, ne? Das können wir auch anders machen. So. Ja, und Euro Truck Simulator jetzt gemoddet und das alles mit besserer Grafik. Und die Map ist auch viel größer und weiträumiger. Macht mir das richtig Spaß. Ich habe alle DLCs, die braucht man dafür. Man muss alle DLCs haben und dann kann man das Spiel erst modden. Bei Pro Mods. Ja, das hat fast 40 Euro gekostet, aber deswegen hole ich mir diesen Monat auch keine anderen Spiele. Habe jetzt auch schon meine eigene Firma.
Dann habe ich 2 Fahrer eingestellt. Eigenen Truck. Ja, die Trucks haben wir ja sowieso schon. Also ich bin da schon einiges weitergekommen. Weil nach 22.15 Uhr zocke ich mit euch ja nicht mehr über mit meiner Stimme. Und ja, aber ich bleibe natürlich bis morgens um 6 Uhr auf. Ja, und nachts zocke ich dann immer den Euro-Truck-Simulator. So, jetzt müssen wir mal sehen, das ist hier. Haben wir noch genug? Ja, hab ich aufgefüllt. Seht nur, das dort unten ist der Königsweg. Der Königsweg? Eins. Das vierte ist immer am schwersten. Das ist dann wie die Nadel im Heuhaufen. Drei, so, und jetzt die vierte. Vielleicht ist das noch so relativ einfach. Da. Wunderbar. So, dann müssen wir mal sehen, wie wir hier runterkommen. Oh, ihr seht schon. Ja, das müsste gehen. Ja. So, ich glaube, hier können Gegner kommen. Hier jetzt zum Beispiel. Das speichern wir lieber nochmal. Wenn man so oft speichern kann, wie man will, dann sollte man das auch machen. Na, die greifen an, ne? Nö. Wir wollen ja erstmal Schutz der Felder fertig machen. Aufpassen. Nicht, dass wir uns mit mehreren Gegnern hier anlegen. Nee. Fußzentrum, oder ist nicht weit weg. Wahrscheinlich hier oben. Das ist die Frage, wie man da hochkommt. Mit dem Pferd kommt man da natürlich einfacher hoch. Hier, ne? Oh. Grauen Wächter und 2 Angreifer. Einer mit hier jetzt Cassandra mit Schild und Schwert und der graue Wächter hat jetzt, haben wir auf 2 Händler gepusht. Und das brauchen wir nicht. Ein Moment. So, hier geht's hoch. Ah, das war die Scherbe. So, dann müssen wir gleich auch schnell reisen können.
Das wäre das gewesen. Wachtürme auf den Höfen. Am Kartentisch. Ach so, am Kartentisch. Was war das überhaupt hier? Ach, das sind die Scherben. Dann müssen wir wohl mal wieder zum Kartentisch. Oder wir machen was anderes noch. Was haben wir denn hier? Das ist wieder eine Scherbe. Rette den Bisent der Bauern. Ja, da ist aber so ein harter Riss. Also da würde ich jetzt eigentlich noch nicht reingehen. Nördlichen Hügel. Befasse dich mit den Wölfen. Alles hat auch andere Bilder. Seht ihr das? Na, Moment. Das hat hier so ein Bild. Das hier so eins. Das ist, glaube ich, dasselbe, ne? So. Dann würde ich mal sagen, reisen wir mal. Kann man auch hier hinreisen? Ja. Dann gehen wir wieder zurück nach Haven. Da kann man am Kartentisch das abschließen. So, mal gucken, wo das war. Hier. So. Ist das Olé? Ich glaube schon. So, hier ist... Sprich mit dem Apotheker. Selbst in diesen schwierigen Zeiten ist es nicht allzu schwer, gute Helfer zu finden. Erkunde Haven und triff dich mit einigen Handwerksmeistern der Inquisition. Und das wird jetzt auch wieder eine bisschen längere Folge. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Es ist jetzt 21 Uhr 45. Danach werde ich erstmal ordentlich was spachteln. So. Ach nee, das kennen wir schon. Aber da ist noch ein Ausrufungszeichen. Das ist ja hier der Rüstungsschmied. Wo ist er denn? Hier drin oder was? Ich glaube nicht. Wir haben es schon freigeschaltet. Kann das sein? Hier ist nichts. Oder hängt hier wieder irgendwas zum Lesen? Ich bin froh, dass so große und starke Männer in der Nähe sind. Falls hier in Haven irgendwas passiert. Schülerstab? Mach dir darüber mal keine Sorgen. Ich weiß momentan nicht, wo das ist. Ach so, das können wir auch mal machen. Was ist das denn? Des Taktikers Erneuerung. Das ist ein Ring, ne? Wir haben jetzt 745. Fähigkeiten Neuverteilung. Okay. Also lassen wir das erstmal. Sonst haben die hier auch nichts. Aber wir können natürlich verkaufen. Da gehen wir mal Schülerrüstung. Die ist nicht besser. Kann ich mir nicht vorstellen. Nehmen wir die mal weg hier. Schülerharnisch. Dann auch weg. Soldatenhelme, die können wir behalten. So, funkelnder Stab, der ist nicht so gut. Das soll ja ein bisschen mehr schleppen können, ne? Junger Stab des Feuers ist auch nicht gut. Die anderen sind noch alle über dem Level rüber. Auch weg. So, jetzt können wir 10 Sachen wieder looten.
Gut. Plus 3 Verteidigung gegen Magie. Ja, das sollten wir auf jeden Fall nehmen. Komm schon, du hast unsere Pferde gesehen. Die meisten. Wir haben also Tevinter-Aktivitäten in den Hinterlanden und korrumpierte Templer. Was ist das wieder hier? Das hier, ne? Sprengfeuergürtel erhalten. Verbesserter. Das ist, wie gesagt, glaube ich, nur in der Game of the Year Edition so. Wir haben jetzt einen Gürtel. Ich glaube, Gürtel hatten wir noch gar nicht. Ja. Und was macht der? Zusätzliche Sprengfeuer erhöht das Kapazitätsmaximum sämtlicher Sprengfeuer um den ausgeglichen. Okay. Kann man. Ist drin, ne? Ja. So, Amulett, Ring, nur Schurke. Der wäre dann für Warwick. So. Euer Bericht über die Sucherfestung war grandios. Er hat uns mit dringend benötigten Informationen. Wann können wir mit den benötigten Zutaten rechnen? Wenn sie fertig sind. Kann ich euch irgendwie helfen? Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch? Legt es einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. Lebt wohl. Der Erbauer ja, sei mit euch. Das kann man jetzt hier, glaube ich, raufpacken, ne? Tausend Dank. Gut, das lassen wir erstmal. Ist doch nicht so wichtig. Ich habe gehört, die Templer hätten sich zurückgezogen. Seltsam. So, das ist schon wichtiger hier. Apotheker Edan wird schnellstmöglich weitere Wundumschläge für die Verletzten herstellen, ehrwürdige Mutter. Danke, mein Kind. Ihr verrichtet das Werk des Erbauers. Konntet ihr viele Leute retten? Mehr, als wenn wir es... Der ist eingesperrt, wa? Nee. Du weißt, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt oder verschwindet. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch die mutige Frau vorstelle, die ihr Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Lady Lavellen, darf ich vorstellen? Der Marquis de Rillon, einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus de Rillon stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. So, dieses Land gehört euch. Seit wann ist Haven nicht im Besitz der Kirche? Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Meine Gemahlin, Lady Meshin von Denerim, hat gemäß eines alten Abkommens mit dem Ferelischen Thron ein Anrecht auf Haven. Es war uns eine Ehre, es der göttlichen Justinia zu überlassen. Sie ist, war, eine überaus verdienstvolle Frau. Ich werde keinen emporgekommenen Orden auf ihrem heiligen Boden dulden. Er braucht eine Bleibe. Die Göttliche wusste Bescheid. Wir haben größere Probleme. Die Leute sind verletzt. Ihr könnt sie nicht einfach in die Kälte schicken. Wer hätte etwas davon, wenn sie blieben? Die Göttliche Justinia, Marquis. Die Inquisition beschützt die Pilger, die sie betrauern, nicht die Kirche. Warum ignoriert die Kirche die Gläubigen? Weil sie noch immer unter Schock steht. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier.
Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Haben die Duryllions wirklich ein Anrecht auf diesen Ort? Die Position seiner Gnaden ist nicht so stark, wie er es gerne hätte. Trotz ihrer Kontakte nach Ferelden sind die Duryllions immer noch Orlesianer. Falls der Marquis tatsächlich Anspruch auf Haven erhebt, muss Kaiserin Selene in seinem Namen mit Ferelden verhandeln. Allerdings hat sie im Augenblick größere Sorgen als unwichtige Gebietsstreitigkeiten. Ich bin wirklich froh, dass uns der Marquis nicht vor die Tür setzt. Seiner Gnaden ist nur einer von vielen Würdenträgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute? Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Darf ich fragen, was euch dazu brachte, für die Inquisition zu arbeiten? Schwester Liliana trat an mich heran. Wir kannten uns bereits seit geraumer Zeit. Egal, was kommen mag, eine Diplomatin der Inquisition zu sein, ist tatsächlich so interessant, wie sie es versprochen hat. Welche Art von Beziehungen hattet ihr zum Adel? Ich war einige Jahre lang königliche Botschafterin Antivas am Hof von Orle. Der Adel in Thedas ist eine in sich geschlossene Welt. Ich kenne alle Adligen persönlich oder aufgrund ihres Leumunds. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montellier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. So. Lesen. Oh. Aber das ist im Codex alles mit drin. Ich glaube, das kann man... Das ist wahnsinnig viel, ne? Ich glaube, das kann man sich jederzeit sich nochmal durchlesen. Forschung abgeben. Wir werden das untersuchen. Okay. So, und jetzt müssen wir natürlich hier wieder rein. Und dann schließen wir Schutz der Felder ab. Schließt den Einsatz Wachtürme auf den Höfen am Kartentisch ab. So. Habt ihr meine Nachricht erhalten? Ja, vielen Dank. Truppen. Einem Soldaten angemessenes Ausdauertraining. Geheimnisse, Ausbau der Wahrnehmung und Schärfung des Geistes. Beziehung, Ausbildung in der Kunst der Überzeugung. Verbesserte Koordination und Strukturen. Wahrnehmung und Schärfung des Geistes. Also das würde ich nehmen. Mal gucken. Ach so, so geht das wohl mit diesen, was ich euch vorhin gesagt habe. Attributen und so. Arcanes Wissen. Eine eingehende Studie der Magie sowie der Orte und Kreaturen, die mit ihr interagieren. Eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf das Nichts. Und arkane Studien gewährt plus 50 EP für jeden ja, man kriegt mehr EP, doppelt so viel. Ungefähr, ne? So, und hier ist natürlich, Moment, das mit den Türen aufmachen. Wir gehen nochmal raus. Beziehung. Ich glaube, das hier ist es nicht, ne? Geschichtliches Wissen. Da muss ich mir ein bisschen Zeit lassen. Eine eingehende Studie der Vergangenheit von Thedas eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf Geschichte und die Kirche, gewährt einen zusätzlichen EP-Bonus von 50% für jeden Frage. Ja, auch das.
Was haben wir hier unten? Schneiderhandwerk. Würde, glaube ich, zu weit führen, euch das jetzt durchzulesen. Vorzulesen. Gucken wir hier mal rein. Adelswissen, makelloser Ruf. Dank einiger Bekanntschaften in den richtigen Positionen und eines sorgsam aufgebauten Rufs bezahlen Händler 10% mehr für die Gegenstände, die ihnen... Kriegen wir ein bisschen mehr Kohle, ne? Ich gucke aber erstmal durch. Und dann hatten wir, glaube ich, noch Truppen, ne? Kenntnis der Unterwelt. Eine eingehende Studie der Unterwelt, Geflogenheiten und ihres ebenso grausamen wie nützlichen Einsatzes. Das hat was damit zu tun. Mhm. Wenn man Gegner platt macht, das ist natürlich viel mehr als mit Büchern, ne? Macht man 5% mehr Erfahrung. Eine von einem orlesanischen Schwertmeister entwickelte Methodik, die von Cavaliers genutzt wird, um ihre Leistungskraft im Kampf zu analysieren. Ich bin ja immer noch auf Schlossknacken. Pläne für Schurken. Viele von Lilianas neuen Spione haben Ausrüstung bei sich, die sich von ihren früheren Arbeitgebern erhalten hatte. Durch die Untersuchung dieser Ausrüstung auf gemeinsame Qualitäten werden neue seltene Pläne verfügbar. Also ich interessiere mich momentan hierfür. Was ist das? Umfassende Studien. Hier unten ist das sehr interessant. 10% Chance. Pflanzen. Entdeckungsreichweite bei Suchaktion. Adlerauge. Stufe 1. Eigentlich gefällt mir das am besten. 5% mehr EP bei Eliminierung von Gegnern. Das nehmen wir erstmal. So. Geht da noch mehr oder was? Es steht nichts mehr, ne? Ist da noch mehr möglich? Ne, momentan nicht. Gut. Dann wollen wir das abschließen. Hier gab es was abzuschließen. Hier, mal gucken. Bericht bereit. Nee, das muss zum Abschließen, muss es eins von denen hier sein. Sorgen eines Adligen zerstreuen. Schwester Lelinia, es war schön mit anzusehen, wie die Farben der Inquisition den Pöbel von den Feldern meiner Ahnen verjagten. Geradewegs in die Wälder meines Nachbarn. Band traf. Als hätte die Hand, manchmal kann man schlecht lesen, des Erbauers höchst selbst hier geführt. Ich könnte zufriedener nicht sein. Wir versprochen eine Belohnung für eure vorzügliche Hilfe in meiner beklagenswerten Lage. Oh, das ist fertig. So, die Gesandten der Inquisition waren willkommene Gäste unserer Totenwache. Als Zeichen meines Dankes schicke ich euch feräldische Waffen für eure Truppen. Möge der Erbauer dafür sorgen, dass sie nie gebraucht werden. Dann haben wir noch den hier. Kommandant Kallen, unsere Gruppe nähert sich dem Lager der Delisch in voller Rüstung, um die Stärke der Inquisition zu demonstrieren. Leider betrachteten die Delisch-Jäger unsere Ankunft als Bedrohung und schlugen Alarm. Wir haben uns verteidigt und waren dabei zurückhaltend, aber dennoch kam es zu Verlusten
auf beiden Seiten, bevor der Anführer der Delisch seine Leute beruhigen konnte. Nach dem Lesen unserer Nachricht scheinen die Delisch nun zu akzeptieren, dass der Herold Andraste tatsächlich aus freien Stücken bei der Inquisition weilt. Sie haben uns keine Hilfe angeboten, aber immerhin konnten wir ein ohne weitere Feindseligkeiten wieder abziehen. So, das ist alles fertig. Ja, und hier unten ist das Vatikas, ne? Da brauchen wir noch 5 mehr Macht. Dann können wir das machen. Machen wir mal hier oben weiter. Mal gucken. Ja. Das wird noch sehr viel, wie gesagt, in dem Spiel sowas zum Vorlesen sein. Also das ersparen wir uns jetzt. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit zum Zocken. Moment, ich brauche noch eine Mentholhülse. Machen wir das ein bisschen schneller. Obwohl das alles immer ziemlich interessant ist. Hm. Wir können das allerdings auch so machen, dass ich das kurz anhalten tue hier. Ihr drückt dann bei YouTube auf Pause und dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Das mache ich manchmal dann auch so. So. Ich könnte einen Freund in Antiva bitten, der Sache nachzugehen. Wenn dieser Schreiberling der Händlergilde entkommen ist, haben die Krähen vielleicht mehr Glück. Ja, das gefällt mir momentan alles überhaupt nicht so sehr. Schwarzes Imperion. Truppen. Das wäre jetzt, guckt euch das an. Aber es ist sehr aufwendig gemacht. Wenn man das überlegt, wir haben jetzt vielleicht 6 Spielstunden vom Spiel. Und das Spiel hat 100 Spielstunden. So, machen wir einfach mal jetzt. Neues Gebiet freigeschaltet. Das schwarze Imperion. Wir haben ein Schiff aufgetrieben. Nehmt euch aber vor denen acht, was im schwarzen Imperion auf euch wartet, Inquisitor. Ich habe schon unzählige Schauergeschichten darüber gehört. Sammeln. Nein. Jetzt nicht. Wir wollen ja noch mehr machen. Ich glaube, da ging noch mehr. Kosten 4. Ach so. Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr, ne? Das geht nicht mehr. Doch. Die Sturmküste erkunden. Das ist wieder ein neues Gebiet. Die Wächter sind offensichtlich öffentlichkeitsscheu, aber nicht unauffindbar. Wenn sie an der Sturmküste Spuren hinterlassen haben, werden meine Spione sie finden. So, noch ein neues Gebiet. Geil, ne? Ist auch geil gemacht. Harding hat einen kleinen Trupp Soldaten zur Sturmküste geführt, um dort angeblichen Wächteraktivitäten nachzugehen. Ihr Trupp hat unweit der Küste sein Lager aufgeschlagen. Seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Wir wissen also nicht, wie es um Harding oder ihre Mission bestellt ist. So, gibt es noch mehr zu machen? Auch verfügbar. Das ist jetzt Wachtürme errichten. Das hatten wir ja. Die Flüchtlinge in den Hinterlanden sehen sich der Bedrohung durch Banditen, Dämonen, abtrünnige Magier und desertierte Templer ausgesetzt. Der Bau von Wachtürmen in diesem Gebiet wird den Truppen der Inquisition dabei helfen, für die Sicherheit von Flüchtlingen und Bauern zu sorgen. Die entsprechende Bauplätze dafür bereits gekennzeichnet haben. So, dann nehmen wir Kallen. Das passt am besten. Nun denn. So. In Gange.
die Hinterlande erkunden. Abgeschlossen Geheimnisse. Das Sumpfeinhorn. Das sparen wir uns jetzt mal, alles durchzulesen. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das auf jeden Fall machen. So. Das passt. Fangen wir an. Die Kreatur ist eingetroffen. Sie ist tatsächlich so verstörend wie erwartet. Ich glaube, das ist ein neues Reittier. Geld beschaffen. Dann wollen wir doch mal sehen. So, das geht da richtig ab hier mittlerweile. Das geht jetzt nicht. Das auch nicht. Mal gucken. In Gange. So, das war's an und für sich. Wir können Schnellreise machen. Schwarzes Imperium, machen wir Schnellreise. So, wir nehmen wieder Cassandra, Black Wall und Solis. So. So, wollen wir mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt. Okay. Erstmal speichern. Es kann auch schon DLC sein. Seid mit dem Spiegel vorsichtig. Er neigt dazu, die Leute zu beißen. Krass, wa? Das kenne ich so noch gar nicht. Moment. Xenon der Antiquar. Das wird zu weit führen. Im wahrsten Sinne des Wortes, also das ist schon crazy. Wo steckt der Bengel nur wieder? Ich benötige seine Dienste! Ach, das Schutz der Felder haben wir immer noch nicht. Ich dachte, das ist jetzt abgeschlossen. Weiß ich noch nicht, was wir hier machen sollen. Oh, Alter, 17.000. Das ist ein fetter Stab, aber das können wir uns nicht leisten. Ja, sorgsam mit den Waren um. Ach so, hier kann man, glaube ich, seine Optik nochmal anpassen. Wollen wir natürlich nicht. Man könnte das aber machen. Ja. Eure alte Nase hat mir besser gefallen. Ja. So, wollen wir mal sehen. Also hier war der Krumm. Ja. Das schwarze Imperion ist jetzt da oben freigeschaltet. Sprich mit dem Apotheker, das haben wir immer noch nicht getan. Gut, dann würde ich sagen. Apotheker. Und wir sollen immer noch den Auftrag abschließen. Schutz der Felder. Moment. Ja, da muss ich erstmal natürlich auch noch mit reinkommen. Ich bin da noch nicht so firm jetzt mit. Aber es ist ja nachher auch alles ziemlich einfach.
Es ist für euch nachher vielleicht 5 Minuten längeres Let's Play oder so. Aber wie gesagt, das könnt ihr ja alles vor uns zurückspulen. So. Gucken wir mal auf die Gebietskarte. Vielleicht finden wir den ja hier schon. Sonderlieferung. Da oben ist auf jeden Fall was. Was ist das denn hier? Holzschlagposition. Ach, hier kann man auch noch ein Ende weiter, ne? Das ist der Apotheker. Wenn wir da gleich mal einen Wegpunkt setzen. Ich glaube, wir müssen trotzdem hier rein. Ja, das wusste ich auch noch nicht, dass das so groß jetzt hier noch, dann noch das Gebiet ist. Mal sehen. Mal Flipper anmachen. Ja, ich bin ungefähr so ein Raucher wie Karin Ritter. Gott hab sie selig. Die ist ja jetzt gestorben. Ja, aber ohne uns Raucher, wir geben ja das Geld, was wir bekommen, dem Staat wieder zurück. Also ohne uns Raucher wäre der Staat ja schon längst pleite. Wenn er das nicht schon ist. So, Apotheker, erkunde die Welt oder suche Händler auf, um an Rezepte zu gelangen. Bring die Pflanzen, die du in der Wildnis sammelst, zu einem Apotheker, um deine Tränke aufzuwerten. Verwende die Ausrüstungsstation, um jedem deiner Gruppenmitglieder unterschiedliche Tränke zuzuweisen. Und die mitgeführten Tränke aufzufüllen. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ist hier noch ein Macker? Sagrid hat mir gesagt, er kann die Kräuter nicht für weniger als 8 hergeben. Schön, dann pflücken wir eben. Oh, die ist gut hier. 121 Damage. Die wäre gut für. Na, hier ist ja auch ein Zwerg, ne? Hier kann man noch, haben wir noch einen leeren Slot. Vielleicht ein andermal. So, Tränke, Sprengfeuer, das hatten wir im Gürtel jetzt, ne? Heiltrank. Ach so. Das müsste gehen. Geht noch nicht, ne? Was brauchen wir? Erforderliche Materialien. 29, wir haben 25. Und ein Dämmerlotus. Da geht noch Grunitz. Und hier auch nicht. So, dann würde ich sagen, hier ist was zu lesen. Gucken. Ja, dann lass eine Rüstung herstellen. Achso, das ist er wieder. Wir müssen. Gut, das war der Apotheker, aber wir wollen diese. Schließe den Einsatz. Das wollte ich auf jeden Fall jetzt noch machen. Jetzt am Kartentisch. Da steht ja auch am Kartentisch. Na gut. Vielleicht ist das auch wegen der Schnellreise, weil wir jetzt gleich gereist sind. Jetzt müsste das gehen. Wir hätten wohl nicht schnell reisen dürfen. Aber man muss ja alles mal ausprobieren. So. Morgen Abend werden verschiedene Barden für sie spielen. Wir werden also schon Bandnamen haben. Das ist es doch eigentlich, oder? Was ist das hier? Das ist noch im Gange. Oder ist das etwa hier?
Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist abgeschlossen. Und wenn ich das so mache, muss man... Nee. So, dann gehen wir wieder raus. Der ist noch im Gange. Daran liegt das. Haben wir gerade gelesen. Also dürfen wir jetzt noch nicht hierher, müssen wir noch weiter zocken. Und erst dann hierher. Gut, meine lieben Freunde. Das soll es für heute gewesen sein. Könnte man... Dann gehen wir hier nochmal rein und reisen wieder nach Ferelden. Jetzt könnten wir, glaube ich, hier schon reisen. Die Sturmküste, ne? Wir werden Soldaten in sicherer Entfernung vom Tempel. Und mal sehen, wo wir jetzt landen. Gnaden, willkommen an der Sturmküste. Ja. Ich hätte euch schon früher informiert, aber wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Ich werde tun, was ich kann, um unsere Leute zu finden. Danke, euer Gnaden. Das ist sehr beruhigend. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann, viel Glück und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Gut für die Seele. Mhm. So, jetzt sind wir nämlich im neuen Gebiet. Wollen wir uns mal die Karte angucken. Ja, das ist ein ganz neues Gebiet jetzt. Und ja, das ist doch jetzt ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Wir speichern natürlich. Und jetzt sind wir an der Sturmküste. Oh, da oben ist ein Drachen. Hohoho. Ja, das wird morgen geil, wenn wir das wieder zocken. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt wieder eine bisschen längere Folge mit Dragon Age Inquisition. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Waren ein paar Hakler drin, aber das ist Tagesform abhängig. Ja. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Euer Robin Hood. Es gibt neue Berichte. Bye, bye.